So, ich grüße euch. Es geht jetzt um die Steckbriefaufgaben und zwar um die ganz wichtigen Grundlagen am Beispiel einer ganz rationalen Funktion dritten Grades. Wir wollen uns verschiedene Eigenschaften anschauen und dann die Bedingung aufstellen und dann die mathematische Gleichung entsprechend uns anschauen, was daraus wird. Das heißt, wenn also nun im Text steht, eine ganz rationale Funktion, deren Graph geht durch den Punkt 1, 2, dann müssen wir ja überlegen, was für eine Bedingung wird das. Das heißt, die Bedingung wäre jetzt, dass der Punkt auf dem Graphen liegt. Das heißt, dass also der Punkt in die Ausgangsgleichung eingesetzt werden kann. Das heißt also, f von 1 ist gleich 2. Jetzt können wir also die 1 entsprechend oben einsetzen für das x und dann steht a mal 1 hoch 3 wäre 1a plus b mal 1 hoch 2 wäre plus 1b plus c mal 1 wäre plus 1c plus d ist gleich und jetzt sieht man ja hier steht ja die 2. Also müssen wir entsprechend hier jetzt auch 2 ans Ende schreiben. Damit haben wir die erste Gleichung. Ihr könnt die Zahlen 1 und so weiter stehen lassen. Ihr könnt aber auch genauso gut die Zahlen einfach wegnehmen. Dann sieht die Gleichung vielleicht noch ein bisschen einfacher aus. Okay, zweites Beispiel. Die Steigung bei x gleich 2 soll 3 sein. Die Steigung wird immer angegeben durch f'. An welcher Stelle soll es sein? Bei 2. Wie groß soll es sein? Sie soll 3 sein. Das heißt, jetzt setzen wir die 2 in f' ein. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Gleichung hier und setzen dafür das x die 2 ein. Also 3 mal a mal 2 Quadrat. Wenn ihr es nicht im Kopf könnt, dann schreibt ihr das eben nochmal ausführlich, zum Beispiel auf dem Schmierzettel. 3 mal a mal 2 Quadrat. 2 Quadrat ist 4, mal 3 sind 12a. Plus 2 mal b mal 2 sind plus 4b. Plus c ist gleich 3. Weil hier hinten ja die 3 steht. Gut, die Krümmung bei x gleich 3 ist 4. Die Krümmung wird immer angegeben durch f' von x. Also, wo ist die Krümmung? Bei 3 soll sie jetzt 4 sein. Weil es jetzt um die Krümmung geht, müssen wir entsprechend jetzt diese Funktionsgleichung verwenden, also die zweite Ableitung. Und setzen dort die 3 ein. Also heißt es, 6 mal a mal 3 wären 18a plus 2b. Mehr ist ja nicht einzusetzen, ist gleich 4. Denn hier hinten ist ja jetzt die 4. Gut, jetzt geht's weiter. Eine Nullstelle bei x gleich 7. Nullstelle, notwendige Bedingung, wäre f von x ist gleich 0. Also schreiben wir f von 7 ist gleich 0. Denn an der Stelle 7 ist dann entsprechend f von x gleich 0. Jetzt setzen wir also die 7 in die Ausgangsgleichung ein, also in diese hier. Gut, da muss man ein bisschen rechnen. Am besten, ihr könnt die Quadratzahlen und die Kubikzahlen sehr gut. Dann könnt ihr nämlich alles im Kopf rechnen und müsst nicht ständig den Taschenrechner dazu holen. A mal 7 hoch 3 sind 343a. Plus b mal 7 hoch 2 sind 49b. Plus 7c plus d ist gleich 0. Eine Extremstelle bei x gleich 5. Extremstelle heißt,
f' von x ist 0 als notwendige Bedingung. Also müssen wir hier auch entsprechend f' an der Stelle 5 ist 0. f' von 5 gleich 0 heißt ja außerdem, dass die Steigung dort 0 ist. Und das ist ja immer bei einem Hochpunkt oder Tiefpunkt der Fall. Also wenn wir hier zum Beispiel so einen Hochpunkt haben, dann ist ja hier auch die Steigung tatsächlich immer 0. Gut, jetzt heißt, wir setzen die 5 in f' ein. 3 mal a mal 5 Quadrat, das wären 75a. Plus 2 mal b mal 5 wären 10b plus c ist gleich 0. Eine Wendestelle, notwendige Bedingung ist immer f' an einer bestimmten Stelle ist 0. Das heißt also, die Krümmung ist dort 0. Und wo ist das der Fall? Bei 6. Also müssen wir jetzt die 6 in f' einsetzen. Also 6 mal a mal 6 sind 36a plus 2b ist gleich 0. Gut, das sind so die ganz wichtigen Basics, die man immer braucht. Ich habe noch ein paar mehr für euch vorbereitet. Das heißt, wir gucken nochmal, was ist jetzt zum Beispiel, wenn gesagt wird, es ist ein Hochpunkt bei h 4, 5. Dann haben wir ja hier zum Beispiel. Und jetzt haben wir hier einen Hochpunkt. Ich skizziere das jetzt nur mal ungefähr. Und der liegt jetzt hier bei 4, 5. Dann haben wir ja einmal den Punkt. Das heißt, wir können f von 4 gleich 5 ausnutzen. Und wir wissen, es ist ein Hochpunkt. Das heißt also, die Steigung ist 0. Dann können wir ausnutzen, f' von 4 ist gleich 0. Das heißt, in manchen Bedingungen ist sogar mehr als eine Bedingung versteckt, zum Beispiel 2 oder auch sogar 3. Da muss man dann immer sehr genau aufpassen. Ihr wisst ja auch immer, wenn wir eine ganz rationale Funktion dritten Grades haben, dann brauchen wir eben, wir haben ein a, wir haben ein b, wir haben ein c und wir haben ein d. Das heißt, wir haben 4 Variablen, die wir herausfinden müssen. Also brauchen wir auch immer 4 Bedingungen, die wir dann entsprechend aus dem Text herauslesen können. Genau, das nochmal nur so nebenbei. Jetzt kommt der Hochpunkt. F von 4 ist gleich 5, das heißt, wir setzen 4 in die Ausgangsgleichung rein. A mal 4 hoch 3. 4 mal 4 sind 16, mal 4 sind 64a. Plus b mal 4 Quadrat, 16b, plus 4c, plus d ist gleich 5. Jetzt f' von 4, also 4 in f' einsetzen. 3 mal a mal 4 hoch 2. Wären 3 mal 16 und 3 mal 16 sind 48a plus 2 mal b mal 4 sind 8b plus c ist gleich 0. Dadurch haben wir unsere zwei Bedingungen und auch schon zwei Gleichungen. Ein Wendepunkt bei W6, 7 bedeutet also, wenn wir uns den Graphen ganz grob anschauen, dass wir hier irgendwo einen Wendepunkt haben. Und das heißt, am Wendepunkt haben wir einmal den Punkt, das heißt, wir können f von 6 ist gleich 7 sagen. Und wir wissen, dass dort die Krümmung 0 ist, also dass f' von 6 dort 0 ist. Und dann können wir entsprechend wieder einsetzen. Also die 6 in die Ausgangsgleichung einsetzen. A mal 6 hoch 3 sind 216a. Plus b mal 6 hoch 2 sind 36b. Plus c mal 6 sind 6c. Plus d ist gleich 7.
f' von 6 ist gleich 0. Also müssen wir die 6 in f' einsetzen, in f'. Das sind also 6 mal a mal 6. Das sind 36a plus 2b ist gleich 0. An dieser Stelle nebenbei möchte ich mich übrigens entschuldigen, falls ihr mal einen Fehler in meinem Kanal entdeckt. Ich rechne das ja auch immer alles selbst und schreibe das nirgendwo ab. Das heißt, es kann schon mal passieren, dass man sich mal verrechnet. Es darf aber natürlich nicht so oft vorkommen. Okay, damit haben wir zwei Bedingungen gefunden und dann sind wir da fertig. Jetzt kann im Text stehen, eine Wendetangente soll im Punkt W1, 2 mit y gleich 3x plus 4 sein. Das heißt, eine Wendetangente heißt ja Wendetangente, weil sie immer im Wendepunkt ist. Das heißt, wir wissen, wenn wir den Graphen mal ungefähr skizzieren, dann wissen wir ungefähr, dass hier sich ein Wendepunkt befindet und dass die Steigung in dem Wendepunkt, also hier diese Wendetangente, dass man die auch hat. Und die Steigung, das ist jetzt immer das Besondere, dass hier jetzt 3 ist. Ihr seht schon, meine Skizze stimmt nicht jetzt exakt überein. Das müsste höher sein, weil der y-Achsenabschnitt der Tangente ja durch 4 gehen müsste. Aber das passt jetzt hier nicht. Aber der ist auch gar nicht wichtig, denn es kommt auf die Steigung drauf an. Okay, das heißt also, wir können den Punkt ausnutzen. F von 1 ist gleich 2. Wir wissen, dass es ein Wendepunkt ist. F' von 1 ist gleich 0. Und wir wissen, dass die Steigung im Wendepunkt jetzt 3 ist. F' an der Stelle 1, also am Wendepunkt, ist gleich 3. Gut, und das können wir jetzt alles entsprechend in Gleichungen wieder umsetzen. 1 ist immer am schönsten einzusetzen. Dann kann man immer sofort ablesen. Das wären dann a plus b plus c plus d ist gleich 2. F' von 1 wäre also jetzt 6a plus 2b ist gleich 0. F' von 1 ist also 3a plus 2b plus c ist gleich 3. Gut, und jetzt noch das Letzte. Aber dann haben wir auch wirklich alles gemacht, was geht. Ein Berührpunkt könnte man noch nennen. Aber der Sattelpunkt, der ist noch wichtig. Ein Sattelpunkt, wenn wir uns das skizzieren, dann ist ein Sattelpunkt immer ein Wendepunkt mit waagerechter Tangente. Und jetzt kann man sich überlegen, welche Bedingungen gelten. Also wir können den Punkt ausnutzen. F von 8 ist gleich 9. F' von 8 ist gleich 0, weil die Steigung 0 ist. Und F' von 8 ist gleich 0, weil dort ein Wendepunkt vorliegt. Das heißt also, die Krümmung 0 ist. Okay, jetzt haben wir uns 8 natürlich doof ausgesucht. Da müssen wir ein bisschen mehr rechnen. Aber kriegen wir hin. Also 8 in die Ausgangsgleichung. A mal 8 hoch 3 sind 512a. Plus B mal 8 hoch 2 sind 64b. Plus C mal 8 sind 8c. Plus D ist gleich 9. Jetzt F' von 8, also 8 in F' einsetzen. 3 mal A mal 8 hoch 2 wären also 3 mal 64 und das sind 192a plus 2 mal B mal 8 wären 16b plus C ist gleich 0.
f' von 8, also in f' einsetzen. 6 mal a mal 8 sind 48a plus 2b ist gleich 0. Puha, geschafft. Okay, Berührpunkt wäre jetzt so eine kleine Special-Aufgabe für euch. Könnt ihr euch selber nochmal überlegen. Mein Platz ist hier jetzt leider zu Ende. Fast zu Ende. Dann kann ich noch eine Zeile machen. Also nehmen wir hier noch eine Zeile dazu. Und nehmen den Berührpunkt noch dazu. Ihr habt es bestimmt schon rausgefunden, wie das funktioniert. Also Berührpunkt. Berührpunkt mit der x-Achse oder mit dem Graphen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Machen wir mal hier Berührpunkt mit der x-Achse bei P oder B nennen wir den Berührpunkt bei 5. Wenn er die x-Achse berührt, muss es natürlich entsprechend 0 sein. Gut, dann gilt also jetzt erstmal eine kleine Skizze. So, wenn es die x-Achse berühren soll, dann kann es entweder so aussehen oder es kann so aussehen. Auf jeden Fall ist es ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt und damit eine Extremstelle. Also können wir erstmal den Punkt nutzen. F von 5 ist gleich 0. Und weil es eine Extremstelle ist, wissen wir, F' von 5 ist gleich 0. Okay, und einsetzen. A mal 5 hoch 3 sind 125a plus b mal 5 hoch 2, 25b plus 5c plus d ist gleich 0. Und 5 in f' einsetzen. 3 mal a mal 5 hoch 2 sind 75a plus 2 mal b mal 5 sind 10b plus c ist gleich 0. Okay, wenn der Berührpunkt jetzt mit einem anderen Graphen zum Beispiel wäre, dann wüsste man eben von dem anderen Graphen dann den y-Wert und könnte entsprechend mit Hilfe des anderen Graphen dann die Steigung dort ausrechnen. Okay, aber das war's. Viel Spaß für euch!